Hallo liebe Ladies, willkommen auf dem Ladies-Kanal. Ich möchte euch im heutigen Video einen kleinen Lagebericht geben zu den aktuellen Gym-Öffnungen. Was darf man nicht, meine ersten Eindrücke, da möchte ich euch kurz updaten. Ganz kurze Werbung am Rande. Bei jeder Bestellung gibt es aktuell 3 Portionen vom Only One dazu, auch eins meiner Lieblingssupplements. Also ja, 3 Portionen mal zum Testen, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Genau, und dann legen wir auch direkt los. Also es gab ja zu Beginn, als die ersten Studioeröffnungen gab, viele Gerüchte. NRW war eins der ersten Bundesländer, wo es wieder erlaubt war, in die Gyms zu gehen. Es hieß anfangs, man dürfte nur mit Maske trainieren, man sollte Handschuhe tragen. Das stimmt definitiv nicht. Weiteres Gerücht war, dass man ja, die Umkleiden gar nicht benutzen darf. Das ist aktuell so, dass man in den Umkleidekabinen schon auch Sachen hinterlegen kann. Man soll sich nur nicht umziehen in den Kabinen. Und die Duschen sind natürlich geschlossen. Ansonsten kann man auch zur Toilette gehen, man kann sich die Finger waschen und. Also solche Sachen sind alle gegeben. Was auch ein Gerücht war, ist, dass lange Schlangen entstehen oder man irgendwelchen Gesundheitstests unterzogen wird, wenn man das Gym betritt. Das ist auch nicht gegeben. Also zumindest bei uns in NRW. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das in anderen Bundesländern der Fall sein wird. Aber schaut da natürlich nochmal entsprechend bei euch im Bundesland. Ja, also ich spreche für NRW sozusagen. Genau, und ansonsten ist es natürlich so, dass das Gym begrenzt ist auf eine gewisse Anzahl. Das hängt natürlich ab von der Größe des Gyms. Aber bisher hatte ich und auch Simon noch keinerlei Probleme reinzukommen. Es gab keinerlei Schlangenbildung vorm Gym. Ansonsten ist es so, dass man vom zeitlichen Faktor auf eine Stunde begrenzt ist. Das ist auf jeden Fall was stimmt. Und es sind natürlich Geräte gesperrt, das stimmt auch. Man kann aber trotzdem Cardio machen, halt immer mit dem gewissen Abstand. So, wie ist es, wenn man ins Gym kommt? Ja, also bei uns ist es so, und ich gehe davon aus, dass es in vielen, vielen Gyms auch so ist, man hat 2 Drehkreuze, eins für den Eingang, eins für den Ausgang, entsprechend markiert. Und dann gibt es direkt eine Station bei uns, wo man sich die Hände desinfiziert. Vor dem Training und nach dem Training Hände desinfizieren. Und dann geht es in die Umkleiden. Dort kann man seine Sachen hinterlegen, man darf sich nicht umziehen. Man kann mit Mundschutz trainieren, es ist aber keine Pflicht. Ein Handtuch muss immer untergelegt werden. Das ist ja aber auch vor Corona-Zeiten schon immer so gewesen. Und dann ist zwischen den Geräten sind Geräte abgesperrt, sodass zwischen den Geräten 3 Meter Abstand ist. Man soll natürlich auch im Gym, wie überall anders, 1,50 Meter zu anderen Personen den Abstand einhalten. Und ansonsten immer seine Geräte desinfizieren. Ich würde euch vielleicht auch empfehlen, man weiß ja nicht, wie sorgfältig war der Vorgänger, das Gerät auch vor dem eigenen Benutzen nochmal zu desinfizieren. So habt ihr da auf jeden Fall keinerlei Sorgnis sozusagen. Duschen sind wie gesagt gesperrt. Das ist also nicht möglich, dort sich zu duschen oder umzuziehen. Also mit Trainingsklamotten erscheinen beim Training oder fürs Training. Ansonsten sind ja viele Geräte gesperrt, das ist schon der Fall, aber man kommt eigentlich ganz gut zurecht. Freihandelbereich ist auch geöffnet, also man findet schon für jede Region eine Möglichkeit zum Training. Da haben wir ja auch diverse Videos, dass ihr noch mal ein paar Anregungen habt für alternative Übungen, also schaut da auch noch mal bei uns vorbei. Ansonsten, ja, wie gesagt, Schlangenbildung war bisher bei mir noch nie der Fall. Ich höre auch von vielen Bekannten, dass die Gyms relativ leer sind noch. Und von daher, auch zu den Stoßzeiten ist es leer. Wenn ihr aber eure Trainingszeiten vielleicht so gestalten könnt, dass ihr vormittags oder mittags oder so gehen könnt, habt ihr da auch wirklich kaum Berührungspunkte und könnt sicher trainieren. So, und zu guter Letzt nochmal so meine persönliche Einschätzung, sollte man wieder ins Gym gehen oder nicht. Auch wenn man zu Hause natürlich wirklich gut trainieren konnte und sich über die Zeit schon echt seinen Hardcore-Plan irgendwie erstellt hat und gute Übungen gefunden hat und auch Muskelkater hatte, ist es im Gym nochmal was ganz anderes. Und ich liebe es, wieder dort zu sein und ihr werdet es auch lieben. Die laute Musik, es ist einfach motivierender. Man kann wieder auch Freunde dort treffen und gemeinsam trainieren und einfach auch härter trainieren. Also nach meinem ersten Workout im Gym hatte ich den Muskelkater des Todes. Also fangt auf jeden Fall langsam an.
und steigert euch dann entsprechend wieder, sodass ihr da auch noch die Treppen wieder nach oben in eure Wohnung oder ins Haus schafft. Und genau, also genießt es auf jeden Fall, wenn ihr wieder ins Gym geht. Es ist schon etwas Besonderes in der Zeit einfach wieder, ja, frei trainieren zu können und macht riesig Spaß. So doof vielleicht auch der eine oder andere diese Regeln findet, haltet euch auf jeden Fall bitte dran, sonst haben wir da alle hinterher wieder ja, die A-Karte und dürfen dann doch vielleicht wieder nicht ins Gym, sollte da irgendwie, ja, Regeln missachtet werden oder irgendwelche Zahlen überschritten werden etc. pp. Ihr wisst es. Also haltet euch auf jeden Fall soweit an die Regeln, damit wir alle weiterhin ins Gym dürfen und das genießen können. Ja, das soweit von mir. Ich hoffe auch in eurem Bundesland, sofern es bisher noch nicht eröffnet ist, eröffnet das Gym bald und ihr könnt auch wieder loslegen. Ansonsten macht auf jeden Fall weiter die Homeworkouts. Schaut weiter bei unseren anderen Videos vorbei. Abonniert den Kanal. Schaut auch bei Facebook und Instagram vorbei und ja, die besten Supplements, Body IP Nutrition und die besten Klamotten, VIP Wear. Bis ganz bald, eure Mara. Ciao.